Dann würde ich sagen, wir haben 18:15 Uhr und dann würde ich auch starten. Herzlich willkommen an alle, die jetzt hier auf Zoom oder auf YouTube zuschauen. Mein Name ist Simon Fuhrmann. Ich bin von den Students for Future hier in Bonn und werde den heutigen Abend, die heutige Veranstaltung moderieren. Zu Gast haben wir heute Dr. Gregor Hagedorn. Er ist Wissenschaftler an einer Forschungseinrichtung in Berlin und Initiator der Scientists for Future. Und damit würde ich sagen, fangen wir direkt an. Herr Hagedorn, Sie haben das Mikro. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, hier bei euch sprechen zu dürfen. Und ich starte meine Präsentation mal. Die heißt die dritte Welle: Covid, Klimakrise, Biodiversitätskrise. Das wäre natürlich schön, wenn man all diese Themen in 60 Minuten abhandeln kann. Das kann ich zumindest nicht. Aber wir werden ein bisschen die verschiedenen Dinge berühren mit einem sehr starken Schwerpunkt auf Biodiversität. Das ist mein Thema. Aber ich denke, es gibt viele Beziehungen. So. Ja, ich bin Gregor Hagedorn, ganz kurz. Fangen wir an damit. Wie ist die Lage? Jedes Jahr macht das Weltwirtschaftsforum eine sogenannte Risikoschätzung. Es ist auch ganz interessant, das über die Jahre zu verfolgen. Und Risiken sind dabei, Risiken werden geschätzt von Ereignissen, jetzt nicht Klimakrise von Klimawissenschaftlern, sondern ein extrem breites Spektrum von Ereignissen, von Finanzkrisen über Glaubwürdigkeitsprobleme, Nahrungsmittelkrisen. Wir werden das gleich noch mal kurz sehen. Wichtig ist, dass ein Risiko eigentlich immer das Produkt von zwei Dimensionen ist, nämlich einmal einer Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist es, dass etwas eintritt? Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Flugzeug abstürzt? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich auf Glatteis ausrutsche? Das ist hier von links nach rechts dann gleich eingetragen. Und zum anderen die Auswirkungen. Also, was passiert, wenn das Ereignis eintritt? Wie schlimm ist das? Wie schlimm ist das, wenn das Flugzeug abstürzt? Und wie schlimm ist das, wenn ich auf dem Glatteis ausgerutscht bin? Und die Kombination dieser beiden Dimensionen ergibt das, was wir landläufig als ganz intuitiv als Risiko verstehen. Aber es ist natürlich sehr interessant, wenn man jetzt versucht, diese beiden Dimensionen getrennt einzuschätzen. Und genau das macht diese Umfrage vom Weltwirtschaftsforum. Das ist das World Economic Forum, was in Davos die Mächtigen und Reichen der Welt mit Hubschraubern einfliegen lässt. Aber das sind ganz anständige Leute, die wirklich sich viel Gedanken machen darüber, wo steht die Welt und was müssen wir tun. So, das hier ist jetzt so die Übersicht über das, was Sie jetzt dieses Jahr oder Ende letzten Jahres gefragt haben. Und da hat sich auch ein bisschen was getan. Zum Beispiel sehen wir hier ganz oben in Rot infektiöse Krankheiten. Das war vorher deutlich tiefer. Also die Auswirkungen einer Pandemie ist vielen ExpertInnen, die hier befragt worden sind, erst im letzten Jahr klar geworden. Die haben diese Auswirkungen sehr viel dramatischer eingeschätzt als je zuvor. Wir gehen aber jetzt gar nicht so auf die Details ein. Interessant ist noch, hier ganz links steht Massenvernichtungswaffen. Das ist das, was wir landläufig als Atomkrieg bezeichnen und bei dem also sämtlicher Atom- oder ein Großteil der Atomkräfte Atommächte dieses Planeten gegeneinander Krieg führen und dabei auch vor Kernwaffen nicht zurückschrecken. Und jetzt habe ich mal mit Kreisen umrandet, was alles mit Klimawandel zu tun hat. Das ist halt vor allen Dingen erstmal so als summarische Sache, unser Versagen bei der Bewältigung des Klimawandels, aber eben auch Biodiversitätsverluste, Ökosystemkollaps hängt stark davon ab. Menschengemachte Umweltkatastrophen, die Extremwetterereignisse, Lebensunterhaltskrisen, unfreiwillige Migration. Und wenn man sich diese Dimensionen anschaut, dann wird klar, das hier ist sozusagen der besonders unangenehme Kasten. Das ist das Hochrisikogebiet mit großen Auswirkungen und hoher Wahrscheinlichkeit. Und wir sehen, wie stark die Klimakrise in diesem Gebiet vertreten ist. Und das kann man sogar noch ein bisschen steigern. Hier sehen wir auch noch mal Versagen bei Bewältigung des Klimawandels und Biodiversitätsverlust, über das ich ja heute auch reden werde. Aber man kann das noch ein bisschen steigern, indem man mal alles weglässt und nur mal schaut,
unabhängig von der Wahrscheinlichkeit, also dank der Leistung vieler PolitikerInnen ist ein globaler Atomkrieg ein unwahrscheinliches Ereignis. Und dank des Versagens vieler PolitikerInnen und der Gesellschaft und der Wirtschaft ist unser Versagen bei der Bewältigung des Klimawandels ein sehr wahrscheinliches Ereignis. Aber wenn wir von der Wahrscheinlichkeitsachse absehen, dann sehen wir auf der Auswirkungsachse. Es gibt also ungefähr 800 ExpertInnen weltweit, die sich mit Risikoforschung beschäftigen, die nicht alle Klimawissenschaftler sind, die glauben, dass unser Versagen bei der Bewältigung des Klimawandels schlimmer ist als ein globaler Atomkrieg. Und wir sind uns wahrscheinlich einig, dass wir wissen, dass diese Einschätzung nicht von der Mehrheit der deutschen JournalistInnen, PolitikerInnen, der WählerInnen geteilt wird, sondern die Öffentlichkeit reagiert auf solche Informationen so, wie sie bei Covid eben auch reagiert. Man mag das alles gar nicht mehr hören. Man weiß, das ist wahrscheinlich richtig, aber man kann es nicht mehr aushalten, das zu hören. Man möchte keine Zahlen mehr hören, man möchte ein Bier trinken gehen mit Freunden, ne? Und da kommt es dann halt zu solchen Reaktionen, die hier sehr schön illustriert sind. Im Hintergrund gibt es einen riesigen Waldbrand, relativ nah dran. Und im Vordergrund spielen die einen halt Golf und die anderen schauen interessiert rüber und sehen aber nicht besonders besorgt aus. Man könnte meinen, das ist ein Photoshop-Bild. Das ist kein Photoshop-Bild, das sind echte Menschen. Die Fotografin ist bekannt, das Aufnahme stammt aus Oregon. Und das sind echte Menschen, keine Schauspieler. Als Scientists for Future haben wir vor über 2 Jahren angefangen zu sagen, wir müssen raus aus dem Elfenbeinturm. Die Art, dass Wissenschaft untereinander sehr stark um Korrektheit, um Wahrheiten verhandeln muss, ist völlig richtig, aber das entlastet uns nicht dafür, auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Und wir haben damals in einer Stellungnahme geschrieben, die derzeitigen Maßnahmen zum Klima, Art, Wald, Meeres- und Bodenschutz reichen bei weitem nicht aus. Und das ist für heute natürlich relevant, weil da steht auch schon drin, da steht, wird nicht nur von Klima geredet, sondern da steht vom Klima, Arten, Wald, Meeres- und Bodenschutz. Und man hätte diese Liste letztendlich noch stark verlängern können. Wichtig für uns als Scientists for Future ist, über all diese Dinge kann man nicht einfach schweigen. Weil wenn wir sozusagen sagen, wir kommunizieren wissenschaftlich, wir kommunizieren ausschließlich wissenschaftlich sauber, wir kommunizieren in den Fachgremien und Fachzeitschriften, dann ist das eine Form von gesellschaftlicher Stellungnahme. Weil ob wir schweigen oder reden, beides ist politisch. Auch das Nichtstun ist eine gesellschaftliche Aktion. Ganz kurz zum Klima. Wir haben ja gerade gesagt, mit dem Bild vom Waldbrand in Oregon, wie reagieren Menschen auf das Aktuelle? Und ich finde es da interessant zu reflektieren, wie lange wir eigentlich schon so vieles wissen. Und als Beispiel habe ich hier diese bekannte Studie von Exxon, das ist die Ölbohrfirma, herausgezogen. Wir sehen hier November 82 zum Greenhouse-Effekt, not distributed externally, also schön unter Verschluss halten. Und in dieser Studie von 1982 gibt es diese Grafik. Und wir sehen hier, wenn wir mal das Jahr 2020 einzeichnen, müsste ich langsam mal aktualisieren. Wir haben ja deutlich inzwischen 2021. Und wir sehen, wenn wir das übersetzen, hier die linke Kurve, das ist der CO2-Gehalt, 420 ppm. Das trifft es ziemlich nah, ne? Das ist sehr genau zu dem, was wir im Moment tatsächlich an Peak CO2 haben. Ich glaube 400, was war's? Also knapp 420. Während die Temperatur wird hier auf 1 Grad geschätzt, wir haben eher 1,1 bis 1,2 Grad. Aber für eine Vorhersage von bald 39, 40 Jahren von einer Ölfirma, das ist schon erstaunlich. Und das ist natürlich auch besorgniserregend, weil es zeigt, wie lange wir eigentlich sehr, sehr viel wissen, sehr viel Genauigkeit wissen, wie lange wir das politisch diskutiert haben und wie lange wir nicht gehandelt haben. Verglichen damit sind unsere Covid-Reaktionen, unsere Reaktionen auf die Covid-Krise ja geradezu vorbildlich.
Und das Schlagwort dazu ist eben Exxon knew. Exxon wusste es, aber es geht eben nicht nur um Exxon, nicht nur Exxon wusste es. Die Frage ist also für uns alle, wie kommunizieren wir klar? Wie klar kommunizieren wir? Oder wie politisch kommunizieren wir? Ist das, wenn wir klar kommunizieren, politisch? Nehmen wir ein Beispiel hier, die Kommunikation von Kipppunkten. Da gibt es ja durchaus auch verschiedene Informationen darüber. Es gibt auch einige Informationen, die die Kipppunkte eher übertreiben. Also als ob die Kipppunkte so eine Art Zünder an einer Bombe wären, die, wenn sie erst einmal der erste Kipppunkt überschritten ist, die Bombe unweigerlich zur Explosion bringen. Ganz so ist es nichts, aber es ist sehr beunruhigend. Und ich habe mit vielen Kolleginnen gesprochen, die sagen, die Kipppunkte ist der Punkt, der ihnen am ehesten oder am meisten die schlaflosen Nächte bereitet. Okay, deshalb mal kurz zu Kipppunkten vom Klimathema her. Was ist ein Kipppunkt? Was ist ein Kippelement? Das hier ist ein Kippelement. Das sehen wir sofort ganz intuitiv. Das ist ein Klötzchenturm. Und in diesem Spiel kann ich versuchen, dort Klötzchen herauszuziehen, ohne dass, und zwar das möglichst schnell, ohne dass der Turm zusammenbricht. Und dieses System ist halt so gebaut, wenn ich das Klötzchen, das richtige Klötzchen, vorsichtig genug ziehe, dann wackelt der Turm ein bisschen und dann kommt er wieder in eine stabile Lage zurück. Und wenn ich da Pech habe oder was Falsches mache, dann wackelt der Turm und er wackelt noch ein bisschen doller und dann habe ich einen Haufen Klötzchen. Und wenn ich dann jetzt die Luft anhalte und sage, ganz vorsichtig, ist doch alles nichts gewesen, dann bauen sich diese Klötzchen nicht mehr auf. Der Kipppunkt ist überschritten. Dieses System hat einen völlig neuen Zustand erreicht. Ich finde dieses Beispiel noch schöner, weil beim Erdsystem, beim Klima haben wir es ja mit Temperatur zu tun. Und wir haben alle schon Milch gekocht und wenn wir uns jetzt sehen könnten, würde ich sagen, hebt mal die Hand. Ihr könnt ja trotzdem die Hand heben, auch wenn ich euch nicht sehen kann. Wem ist schon mal die Milch übergekocht? Ja, also ich heb beide Hände, weil es passiert mir immer wieder, auch obwohl ich sage, ich weiß, ich muss jetzt aufpassen und manchmal geht es auch gut, aber ganz häufig, obwohl ich sage, ich muss jetzt aufpassen, Milch, da kocht es immer wieder über und so weiter. Im entscheidenden Moment ist man abgelenkt und sehr plötzlich dann ändert dieses System den Zustand, es überschreitet einen Kipppunkt und dann sprudelt, schäumt die Milch aus dem Topf heraus. Und dann kann ich die Herdplatte runterdrehen, wie ich will. Da passiert nichts mehr. Ich kann diesen Kipppunkt, der überschritten ist, nicht durch nachträgliches Handeln wieder korrigieren. Und das ist genau der Punkt, der uns Sorgen machen sollte, weil wir quasi mit unserem Planeten wie mit einem Topf Milch umgehen und quasi diese Annahme haben, naja, man wird schon rechtzeitig sehen, wenn die Milch überkocht. Und wenn die Milch überkocht, dann werden wir tatsächlich auf eine klimaschonende Lebensweise umstellen. Und uns ist allen klar, auf eine klimaschonende Lebensweise umzustellen, dauert Jahrzehnte. Das ist ein riesiger Aufwand. Das ist eine Frage der Umverteilung, der Änderung unserer sozialen Gewohnheiten. Es ist auch eine Änderung der Frage unserer technischen Infrastruktur, wie wir zum Beispiel unsere Häuser im Winter heizen. Als Information noch, das ist vielleicht ganz hilfreich für einige von euch, insbesondere die Kipppunkte schon verstehen. Kipppunkte müssen nicht unbedingt schnell kippen. Ich habe das hier mal symbolisiert. Wir haben hier zwei Graphen mit einer Kugel und diese Kugel, sehen wir, liegt in so einer kleinen Mulde. Das heißt, die ist erstmal stabil. Aber wenn eine bestimmte Auslenkung nach links oder rechts überschritten wird, dann rast sie diesen Berg runter. Und auf der linken Seite haben wir so ein Kippelement, das sehr schnell reagiert und dann innerhalb von etlichen Jahren, vielleicht einem Jahrzehnt, komplett gekippt sein kann. Und auf der rechten Seite haben wir ein Kippelement, das vielleicht 1000 Jahre braucht, um vollständig zu kippen, aber das dennoch praktisch, wenn es angefangen hat zu kippen, unwiderruflich in dieser Kippphase ist. Das wird hier in dieser berühmten Grafik von Hot House Earth, die ich für euch mal übersetzt habe hier, auch gezeigt. Das ist eine Grafik, das ist eine Visualisierung, das sind keine wissenschaftlichen Daten. Das ist nur korrekt so. Unsere Erdkugel ist halt in einem bestimmten Zustand, in dem sie in dem Holozän der Jetztzeit sich befindet und dabei eine bestimmte Temperatur und bestimmte Ökosysteme unterstützt. Und sie war historisch auch öfter in dem linken Bereich der Eiszeiten drin. Da ist sie dann in einer Kuhle, wo sie dann längere Zeit in einer Kaltzeit bleibt, bis sie dann wieder einmal in diesen mittleren Pfad herübergeschubst wird.
Aber es gibt eben auch noch einen weiteren Pfad, das ist die, sind die Heißzeiten. Wir haben erdgeschichtlich, während es Menschen gab, noch nie eine Heißzeit erlebt, aber wir drohen unsere Erde quasi in so eine Heißzeit hineinzukullern. Und das ist genau die Aufgabe, die wir haben, dass wir diese verschiedenen Punkte, an denen diese Kugel, diese Murmel, diese große blaue Murmel dann in die Heißzeit abstürzen kann, dass wir damit verantwortlich umgehen müssen und in einen stabilisierten Zustand übergehen müssen. Und dieser stabilisierte Zustand kann durchaus eine etwas höhere Temperatur haben, aber er muss stabil sein. Wenn er instabil ist, dann rutscht er in deutlich höhere Temperaturen noch ab. So, das sind so ein bisschen Kipppunkte. Ich gehe da mal jetzt aus Zeitgründen relativ schnell drüber. Ich will da auch nicht über alle Zahlen reden. Grönländischer Eisschild ist uns bewusst. Unter Umständen ist der Kipppunkt schon überschritten. Das ist ein Bild von 2019 von einer Expedition. Diese Expedition fährt da immer wieder lang. Und im Jahr 2019 war hier ein riesiger Schmelzwasserfluss. Die fahren immer noch auf Eis, die Hunde laufen auf Eis. Aber es ist so viel Schmelzwasser, dass diese ganze Ebene quasi ein Fluss von Schmelzwasser geworden ist. Der Amazonas-Regenwald, es geht ja heute auch um Biodiversität, das ist ein besonderes Ökosystem. Das ist deshalb so besonders, weil die Regenwälder im Inneren so weit von den Küsten Regenwäldern entfernt sind, sodass dieses System nur funktioniert, weil die küstennäheren Regenwälder immer wieder den Regen produzieren für die landesinneren Regenwälder. Über die Anden von der westlichen Seite kommt halt praktisch kein Regen rüber. Dieser ganze Regen muss aus dem Osten vom Ozean kommen. Und wenn wir dort zu viel abholzen oder wenn die Temperatur zu hoch wird, dann passiert Folgendes, dass nicht nur wie jetzt auch immer wieder es zu Feuern und kleinen und größeren Waldbränden kommt, die aber letztendlich dann wieder begrenzt sind und die begrenzt erloschen, sondern wenn dieser Amazonas durchgetrocknet ist, dann kann er halt in größten Teilen am Stück abbrennen, unter Umständen in wenigen Jahren. Und in wenigen Jahren praktisch noch einmal ein Viertel unserer menschengemachten CO2-Emissionen obendrauf packen. Wenn das anfängt, wenn er diesen Zustand erreicht hat und er fängt an zu brennen, dann können wir nichts mehr machen. Dann wird es einfach diese zusätzliche Klimabelastung geben und dieses Menschheitserbe, dieses Biodiversitätserbe, was im Amazonas verankert ist, ist unwiderruflich verloren. Und als letztes vielleicht auch wieder biologisch, müsst ihr mir verzeihen, besonders viele biologische Beispiele bei mir natürlich, Korallenriffe. Ja, Korallenriffe sind wärmeempfindlich und sie können entweder wie links gezeigt als lebendige Korallenriffe oder rechts als gebleichte Korallenriffe existieren. Und das weiß man nicht unbedingt, das kann nicht jeder wissen, aber ein Viertel der Fischarten unserer Meere leben in, um und von Korallenriffen. Also sind abhängig von der Existenz von Korallenriffen. Und diese sind futsch, weil wenn wir 1,5 Grad erreichen, dann sind Korallenriffe zwischen 70% und 90% voraussichtlich zerstört. Und bei 2 Grad sind sie zu 99% zerstört. Auch hier wieder die Frage, wie klar kommunizieren wir das denn? Weil die Frage ist, haben wir denn über die Abschaffung der Korallenriffe demokratisch abgestimmt? Und die Antwort ist im Prinzip ja. Wir haben das in der letzten Bundestagswahl mit abgestimmt, dass wir der Ansicht sind, dass unsere Kinder keine Korallenriffe mehr brauchen. Und dass es völlig reicht, wenn Findet Nemo und der Clownsfisch noch in Zeichentrickfilmen existiert. Aber es ist natürlich so, dass den meisten WählerInnen dieses Landes diese Abstimmung nicht als solche bewusst war. Kurzes Fazit, Kipppunkte sind nicht der Weltuntergang, sind aber Grund zu großer Besorgnis, gerade weil der genaue Zeitpunkt, wann es kippt, so schlecht vorhersagbar ist und die Folgen schlecht oder gar nicht beherrschbar sind. An dieser Stelle kann ich kurz unterbrechen, falls ihr Verständnisfragen habt, könnt ihr kurz reingehen. Der Simon hat vielleicht auch welche im Chat schon gesehen. Simon, gab es was? Sonst mache ich weiter. Ja, genau. Auf YouTube gab es eine Frage zu den Auswirkungen im Risikoplot des Weltwirtschaftsforums, wie die genau quantifiziert werden. Ja, das sind Schätzungen. Das sind also keine Klima- oder Weltmodelle, wo man dann, das wäre
Da könnte man wahnsinnig viel Geld machen, wenn man irgendwie Finanzmarktkrisen durch so ein Modell vorhersagen könnte, könnt ihr euch vorstellen. Das sind Schätzungen. Das sind menschliche Schätzungen von ExpertInnen. Die haben keine wissenschaftliche Genauigkeit. Das ist quasi eine Meinungsumfrage unter ExpertInnen. Wie schätzen ExpertInnen, die aber wiederum in ihrer Expertise sehr viele Daten und sehr viele Analysen sich anschauen, wie schätzen Sie die relative Wahrscheinlichkeit und die Auswirkungen dieser Ereignisse ein? Das sollte man also nicht überbewerten, insofern als dass das ein naturwissenschaftliches Modell ist. Es zeigt bloß, und diese Bewertung ist völlig legitim, es zeigt, was ExpertInnen, die sich sozusagen in Vollzeit mit Analysen von Risiken beschäftigen, wie diese die relativen Wahrscheinlichkeiten oder Auswirkungen von Risiken einschätzen und wie sehr unterschiedlich das ist zu dem, wie wir in der Öffentlichkeit, in den Medien oder in den politischen Debatten das einschätzen. Ansonsten gibt es keine weiteren Fragen. Okay, dann mache ich weiter. Wunderbar. Ich komme jetzt ein bisschen zur Biodiversität, weil ich hatte gesagt, wie klar kommunizieren wir das denn? Und ich finde, eigentlich sind wir beim Klimathema ziemlich gut in der Kommunikation der Risiken und haben dort durchaus Schwierigkeiten. Aber wir sind im Allgemeinen besser als in dem Bereich der Biodiversität. Und ich finde das auch nach wie vor schwierig, die Probleme der Biodiversität ähnlich klar auszudrücken, klar zu kommunizieren wie die Klimakrise, also zum Beispiel mit den Kipppunkten. Aber genau das will ich heute ein bisschen probieren, um euch allen, um uns allen ein bisschen erweitertes Verständnis für Biodiversitätsprobleme zu liefern. Dazu muss ich einen Begriff immer wieder verwenden. Der Begriff ist Bestand. Manchmal werde ich vielleicht auch Population sagen. Das ist das gleiche, Bestand oder Population. Das bedeutet, wie viele Tiere leben in einem Gebiet. Und hier haben wir einen Blick auf die Vogelpopulation in Deutschland zwischen 1990 und 2015, also 25 Jahre. Und wir sehen, die Feldlerche hat um 38% abgenommen. Das ist ein Vogel unserer landwirtschaftlichen Landschaften. Die Uferschnepfe, das Braunkehlchen, der Kiebitz, das ist auch ein Vogel der nassen Wiesen in Deutschland. Und das Rebhuhn um 84%. Und das Rebhuhn, wir haben inzwischen 2021, die letzten Zahlen, die ich habe, sind von 2019. Bis 2019 ist dieser Trend weiter fortgegangen. Das sind wirklich beeindruckende Bestandsveränderungen. Das sind beeindruckende Veränderungen unserer Ökosysteme, wo wir wirklich sehen, das sind jetzt keine Sachen, die sich irgendwie im 5% mehr, 5% weniger Bereich abspielen. Im Bereich der Wirtschaft oder der sonstigen Sprache würde man sowas disruptive Veränderungen nennen. Und insgesamt so etwas Ähnliches geschieht weltweit. Es gibt aber natürlich auch Populationen, denen es besser geht. Und deshalb die Frage, wie hoch sind die durchschnittlichen Verluste der beobachteten Bestände wildlebender Wirbeltiere in 50 Jahren? Und ihr könnt vielleicht mal gerade in den Chat schreiben, was ihr denkt. Ein Drittel, die Hälfte oder zwei Drittel. Jetzt also nicht nur so ausgewählte Arten. Ich habe ja quasi so bei den Vögeln ein bisschen Top-Arten genommen, sondern durchschnittlich über den gesamten Planeten die beobachteten Bestände, das ist wichtig, weil nicht alle Bestände sind unter wissenschaftlicher Beobachtung. Es sind aber auch nicht nur die Bestände unter wissenschaftlicher Beobachtung, die hochgefährdet sind. Und es geht nur um Wirbeltiere, es geht nicht um Insekten, Pflanzen oder Ähnliches, nur um Wirbeltiere. Das heißt halt Vögel, Säugetiere, Amphibien, Fische und so weiter. Ich sehe ein paar Sachen im Chat, kommen dazu. Vielen Dank. Und ich löse das jetzt mal auf. Es ist tatsächlich zwei Drittel, also der höchste Wert. Und als Graph sieht das dann so aus, dass hier ist mit ein bisschen Verzögerung gezeigt. Wir sehen, die durchschnittlichen Bestandsverluste fallen deutlich. Und die Schätzung für 2020 war 66%, zwei Drittel Bestandsverluste. Interessant ist, dass das bei verschiedenen Tiergruppen unterschiedlich ist. Also bei Landwirbeltieren und Marienwirbeltieren
ist es eher 36-38% und bei den Süßwasserwirbeltieren mit den vielen Froscharten zum Beispiel ist es ganz dramatisch mit -81%. Was heißt das nun? Gibt es jetzt nur noch ein Drittel so viele wilde Wirbeltiere auf dieser Erde? Nein, das heißt es nicht. Und das will ich noch mal ein bisschen erläutern, wie sich so etwas berechnet. Ich habe hier so eine Beispielgrafik. Also in diesem Grafik ist jetzt erstmal ein Punkt, ist ein Tier. Punkte in verschiedener Farbe sind Tiere verschiedener Arten. Und so ein Kästchen ist immer ein Lebensraum mit vielen Tieren. Also in jedem Kästchen ist dann ein Bestand, eine Population. Und das können wir jetzt füllen. Das heißt, wir haben jetzt unser gesamtes Ökosystem mit verschiedenen Tierarten. Viele Tierarten haben mehrere Populationen gefüllt. Und wir sehen, manche sind häufiger, manche sind seltener und so weiter. In Wirklichkeit sind diese Bestände, leben die natürlich häufig an einem Ort. Also ich habe so das Ökosystem hier so schön geordnet und auseinandergezurrt, dass als ob jedes Tier, als ob jede Art jeweils einen eigenen Raum hätte. So, und jetzt im Living Planet Index werden dann die Veränderungen erfasst. Und das zeige ich jetzt mal so. Also diejenigen, die Kreise, die jetzt ausgegraut sind, da sind die Tiere verschwunden. Da habe ich also jetzt nach 10, nach 25 Jahren entsprechend viel weniger Tiere zähle ich noch. Und wir sehen, es gibt etliche Kästchen, da sind nur noch graue drin. Da ist der Bestand dann erloschen. Ich habe keinen Bestand davon mehr. Manche sind dramatisch geschrumpft, manche sind ganz schwach geschrumpft. Einige Arten, die grünen und die blauen, sind aber in etlichen Beständen auch gestiegen. Ja? So, und über all diese Veränderungen möchte ich jetzt einen Durchschnitt errechnen. Das heißt, wenn einige Bestände wachsen, andere Bestände schrumpfen, wie rechne ich das zusammen? Das kann ich so rechnen. Es gibt Populationen, das ist mal 0, die sind erloschen. Es gibt Populationen, das ist mal 0,1, da sind nur noch 10% so viele drin. Es gibt Populationen, die sind gleich geblieben und es gibt Populationen, die sind mal 1,5 genommen. Durchschnittlich habe ich hier in dieser Rechnung ein 0,5, wenn ich den Durchschnitt bilde und das wäre jetzt ein Living Planet Index von 50%. Das heißt, wir können nicht sagen, dass es jetzt weniger wildlebende Tiere gibt. Wir können nur sagen, bei den verschiedenen Population dieser durchschnittliche Trend zu beobachten ist. Weil, wenn große Populationen sich verdoppeln, dann macht das natürlich sehr viel aus, auch in der Zahl der wildlebenden Tiere. Ganz kurz zu den Insekten, haben wir in den letzten Jahren viel von gehört. Ist sehr gut, dass wir jetzt mehr auf Insekten achten, weil die Datenlage zu Insekten war über viele Jahrzehnte sehr schlecht. Das ist eine Studie, die ist interessanterweise ja gemacht worden von dem Krefelder Entomologischen Verein oder die Daten sind von denen erhoben worden, also praktisch von Amateurbiologen, die über viele Jahrzehnte eben immer wieder ihre Funde, ihre Sammelfunde, ihre Beobachtungen aufgehoben haben, sodass es dann möglich war, die im Rückblick gemeinsam zu sehen. Und dort, Sie sehen, die Kurve schwankt sehr stark. Aber wenn wir eine Ausgleichsfunktion ermitteln, dann sehen wir, dass es bis zu 50% in 20 Jahren Verluste war. Das heißt, die Biodiversitätsverluste haben wir in der gerade abgelaufenen United Nations Dekade der Biodiversität nicht gestoppt. Die werden dann nicht zum Artensterben übergegangen. Und da fangen wir da an mit einer Frage, wie viel Prozent der Säugetier- und Vogelarten sind in den letzten 500 Jahren in der Natur ausgestorben? Gregor, 1,5, 4 Prozent. Was meint ihr? Ja. Deine Verbindung ist ein bisschen schlecht. Vielleicht machst du mal das Video weg. Also man hat es jetzt sehr abgehackt gehört, den letzten zwei Sätze. Dankeschön für den Hinweis. Also nochmal, tippt mal in den Chat ein, was denkt ihr? 1,5, 4,5, 7,5%.
Also ich sehe jetzt so im Chat, es kommt im Prinzip alles vor. Häufig 4,5 und 7,5%. Und ich lege euch ja quasi so ein bisschen hier rein. Tatsächlich die Antwort 1,5% für Säugetiere und Vögel. Für die Süßwassertiere wäre dieser Prozentsatz etwas höher. Das sehen wir nachher auch nochmal. Das ist jetzt ein bisschen überraschend. Wir haben also Bestandsverluste von 2/3 und Aussterberaten nur von 1,5%. Das muss man erstmal zusammenkriegen, weil lokale Verluste sind natürlich höher. Also als Erläuterung, lokale Verluste passieren immer eher. Also in einem bestimmten Gebiet stirbt die Art schneller aus als zum Beispiel im gesamten Land, in der gesamten Bundesrepublik, in ganz Europa oder auf der ganzen Welt. Und auch wenn nur wenige Prozent endgültig ausgestorben sind, sind 20% aller in roten Listen untersuchten Arten vom Aussterben bedroht. Entscheidend ist aber vor allen Dingen die Geschwindigkeit des Aussterbens. Tierarten sterben aktuell bis zu 1000-mal schneller aus, als es unter normalen Umständen der Fall wäre. Wir haben hier also einen Prozess, eher einen langsamen Kipppunkt. Wir haben einen langsamen Prozess, der aber über mehrere Jahrhunderte zu katastrophalen Folgen führen kann. Wir sprechen deshalb trotz dieser relativ geringen Vollverluste, Totalverluste, die wir bisher haben, auch schon vom Beginn des 6. Massenaussterbens, weil es in unglaublicher Geschwindigkeit geht, unsere Biodiversität unwiderruflich verloren. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt. Und den Punkt würde ich mir wünschen, dass ganz, ganz viele Menschen den verstehen. Und der hat sehr viel Ähnlichkeit zu dem, was wir in Covid und mit Klima erleben. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Verlust von Organismen, also den Bestandsverlusten jetzt, und dem Aussterben von Arten. Dieser Zusammenhang, der nennt sich Aussterbeschuld. Dazu als Hintergrundwissen ein bisschen. Ich sag mal, Arten sterben scheibchenweise. Wenn wir hier eine Grafik haben, eine ganz vereinfachte Grafik, wir haben nach oben aufgetragen die Populationsgröße und nach rechts aufgetragen die Jahre, also von einem zum nächsten Jahr, dann können wir sagen, wenn eine Population jedes Jahr auch nur ein wenig zu wenig Nachwuchs hat, dann geht das sehr, sehr viele Jahre gut. Die Populationen schrumpfen. Sie schrumpft zum Beispiel durchschnittlich, all diese Treppchen schrumpfen um 2/3, aber nicht viele davon sind am Ende der Treppe angekommen. Wenn ich aber am Ende der Treppe angekommen bin, dann habe ich hier zum Beispiel im Jahr 29, bin ich immer noch nicht ausgestorben, aber ein Jahr später ist die Art dann ausgestorben, weil das waren die letzten. Jetzt ergibt sich daraus sozusagen die Überzeugung, die die meisten von uns wahrscheinlich vertreten, wenn wir jetzt einsichtig sind und wenn wir eine nachhaltige Landwirtschaft und Beendigung von Lebensraumzerstörung, Klimazerstörung, invasiven Arten, Lichtverschmutzung etc. haben, dann wird alles gut. Dann geht diese Treppe jetzt nicht weiter runter, sondern habe ich einen stabilen Zustand erreicht. Und diese Annahme ist durchaus bei sehr großen Arten auch okay. Also wenn ich sehr große Populationen, wenn ich sehr große Bestände habe, wenn sehr, sehr viele Tiere von einer bestimmten Art in Lebensräumen leben, dann ist das korrekt. Dann habe ich ungefähr eine Stabilisierung erreicht. Wir wissen aber, das haben wir ja gerade gesehen, durch die Bestandsverluste haben wir häufig kleine Populationen. Und wenn ihr euch umschaut in eurer Umgebung, wie groß sind die Naturschutzgebiete? Wie viele Arten, wie viele Individuen von geschützten Arten leben dort tatsächlich? Dann ist uns klar, wir reden häufig von wirklich kleinen Populationen. Und bei kleinen Populationen stimmt das eben nicht. Dazu müssen wir das Ganze nochmal anschauen. Wenn wir jetzt so eine Populationstreppe haben und wir haben unten sozusagen die rote Linie eingezogen, bei der dann die letzten Individuen gestorben sind, dann, also an dieser Schwelle, sinkt die Population auf null. Dann können wir sagen, das war unsere Annahme, wenn wir irgendwann einsichtig sind, dann geht es nicht weiter. Aber tatsächlich ist das Leben nicht so, sondern tatsächlich ist das Leben so, dass die Schwankungen
weitergehen, dass einfach es gibt gute und schlechte Jahre. Und wenn ich jetzt eine ausreichend große Population habe, dann geht das halt relativ lange gut. Wenn ich aber eine zu kleine Population habe, ich habe jetzt also diese Kurve hier einfach nur ein bisschen nach unten verschoben, dann passiert es, dass ich nur zwei schlechtere Jahre in Folge brauche und durch ganz natürliche Schwankungen ist diese Population dann komplett erloschen. Wenn wir also große einheitliche Lebensräume hätten, dann hätten wir vielleicht große Populationen. In Wirklichkeit haben wir aber kleine Gebiete, die in einer von Menschen besiedelten oder auch einer natürlich anders mit anderen Ökosystemen bestückten Landschaft existieren. Diese kleinen Gebiete, die bilden natürlich vernetzte Teillebensräume oder wissenschaftlich sagt man dazu auch eine Metapopulation. Und als Menschen wissen wir das, dass einige von diesen Gebieten sind nach wie vor im Austausch, andere sind komplett unterbrochen und bei vielen ist der Austausch nur sehr gering. Wenn wir jetzt mal hier ist noch ein Beispiel jetzt mal so illustriert. Wir sehen hier Lebensräume, wir sehen hier durchaus vielleicht wertvolle Lebensräume, aber wir sehen, wie die zerschnitten sind. Und fragt euch mal jetzt gerade, woran denkt ihr bei der Zerschneidung? Wahrscheinlich an die Autobahnen, ne? Aber tatsächlich die Hauptzerschneidung auf diesem Bild sind diese riesigen Ackerflächen, die wie eine viel größere Wand wirken können als so eine Autobahn. So, wenn wir jetzt das Bild jetzt mal so links und rechts zeigen, wir haben viele kleine Teillebensräume und auf der linken Seite stehen die alle miteinander in Beziehung. Da können also Individuen immer wieder vom einen in den anderen Lebensraum überwechseln. Nicht alle Individuen, aber immer genügend, ein kleiner Bruchteil der Population geht wieder in den anderen Lebensraum hinunter. Und rechts habe ich jetzt quasi so ein Bild, wo das total zerstört ist. Und wir haben jetzt hier immer mit Farben sortiert. Das Rot bedeutet, eine Population starb aus und grün, sie sind noch vorhanden. Und wenn ich das über die Jahre verfolge, dann ist uns allen klar, auf der linken Seite sterben immer wieder eigene einzelne Teilpopulationen aus und werden anschließend von anderen wieder besiedelt. Während auf der rechten Seite akkumuliert sich diese Zerstörung. Die Wiederbesiedlung ist nicht möglich. Und das heißt, nach vielen Jahren, in denen die Art nicht ausgestorben ist, kommt es dann plötzlich zu einem Aussterben. Plötzlich natürlich nicht aus naturwissenschaftlicher Sicht, weil das ist genau das, was naturwissenschaftlich zu erwarten ist. Ähnlich wie es nicht plötzlich ist, als wir jetzt wieder in der dritten Welle waren. Das war genau das, was seit vielen Monaten vorhergesagt wurde, seitdem man die Zunahme der britischen Variante, der britischen Covid-Variante gemessen hat und sah, dass sich dort eine dritte Welle im Hintergrund aufbaute. Aber dann anscheinend doch für viele BeobachterInnen plötzlich und unerwartet passiert genau das, was vorhergesagt war. Und solche Populationsverluste bedeuten eben, die Populationsverluste von heute bedeuten das Aussterben von morgen. Ich habe hier als Bild gezeigt den Löwen Panthera leo. Das ist keine besonders gefährdete Art, aber wir sehen, wie das rote Gebiet von früher auf kleine blaue Flecken zusammengeschrumpft sind. Einige dieser blauen Lebensräume sind sehr groß und haben damit eine gute Überlebenschance. Andere sind sehr klein und sind sehr gefährdet. Ich überspringe das mal und möchte stattdessen lieber noch eine Geschichte über Nashörner erzählen. Nashörner sind hochgefährdet und haben häufig auch kleine Populationen, je nachdem, von welchem Nashorn wir sprechen. Und das Wildlife Journal berichtet also, dass die Nashörner nicht zu retten sind. Und zum Glück liest Spock das auf der Enterprise. Der ist nämlich ein Wildlife Journal Abonnent und sagt, du, die Menschen schaffen es nicht, die Nashörner werden aussterben. Captain Kirk jetzt wieder, der sagt, nee, komm. Du kannst mir das erzählen, du Wissenschaftler, du, ich tue jetzt was. Captain Kirk ist jetzt der Tatmensch und er sagt, Scotty, errichte beim ausreichend großen Gebiet ein Kraftfeld, das 500 Jahre lang alle Wilderer aussperrt. Okay,
Scotty sagt, ISIR, Kraftfeld aktiviert. Und jetzt ist halt die spannende Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass nach 500 Jahren überhaupt noch Nashörner in dem Gebiet leben, wenn das Kraftfeld zu Beginn 5 Nashörner, 50 Nashörner oder 5000 Nashörner enthielt? Das kann man in einigen Fällen, man kann so etwas in Modellrechnungen berechnen. In der Realität kann man es häufig nicht genau berechnen. Es gibt solche Berechnungen für einige Arten, aber ich habe sie zum Beispiel für Nashörner nicht gefunden. Aber es gibt auch ein paar Daumenregeln. Also es ist uns allen klar, dass wenn es zu Anfang 5 Nashörner waren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Population durch ganz natürliche Schwankungen ausstirbt, sehr, sehr hoch ist. Bei 50 Nashörnern ist sie tatsächlich auch noch bedrohlich hoch, während bei 5000 Nashörnern, da könnte man sagen, das ist eher unwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich haben die Nashörner überlebt. Wenn wir aber nur kleine Populationen hatten, dann wird irgendwann in Zukunft werden diese kleinen Populationen aussterben, und zwar ohne unser Zutun. Selbst dann, wenn eine vorgestellte, imaginierte Raumschiff Enterprise Kraftfelder auf diesem Planeten verteilen würde, um die letzten Arten vom Aussterben zu retten. Also große Bestände und Bestände in vernetzten Lebensräumen haben Widerstandsfähigkeit gegen Schwankungen, aber bei vielen Arten ist der Lebensraum zum langfristigen Überleben zu klein. Laut IPBES, dem Global Biodiversity Assessment Report, ist dies zurzeit bei 9% aller landbewohnenden Arten der Fall. Für uns wichtig ist, und das ist die Relation zur Klimakrise, es genügt nicht aufzuhören, Lebensräume zu zerstören oder zu fragmentieren. Die Aussterbeprozesse gehen dann weiter. Stattdessen müssen wir aktiv die Schulden abtragen. Und wenn wir uns das hier mal visualisieren, wir haben hier quasi über die Zeit von links nach rechts einen menschlichen Einfluss auf die Natur und eine verzögerte Wirkung auf die Natur. Und wenn man jetzt einfach nur aufhört, Lebensräume zu zerstören oder zu fragmentieren, in der oberen Grafik gezeigt, dann reicht das nicht, dann gehen die Zerstörungen weiter. Wir haben eine Aussterbeschuld, eine Situation erzeugt, die quasi ein negatives Bankkonto bereits beinhaltet. Und erst wenn wir anfangen, dass wir dieses negative Bankkonto aktiv wieder auffüllen, dann kann es auch im Hinblick auf Biodiversität mit einer Verzögerung wieder zu einer Normalisierung kommen. Und insofern sehe ich die Welt als Biologe zugegebenermaßen etwas anders als manche andere. Wir haben hier gerade die WissenschaftlerInnen, die auf die Covid-Kurven schauen und sagen, I'll be happy when this is over. Und wenn wir die Kurven abgeflacht haben, sodass unser Gesundheitssystem halbwegs glimpflich durch diese Krise kam. Das ist völlig richtig. Ich kann auch nur die Leute bewundern, die momentan im Gesundheitssystem Ungeheures leisten. Aber wenn wir einen größeren Blick haben, dann sehen wir, dass dahinter ganz andere Wellen noch kommen. Und ich persönlich bin der Ansicht, dass es sogar so aussieht, dass nach der Covid die Klimakrise und die Biodiversitätskrise kommen. Soweit erstmal. Vielen Dank euch. Ich freue mich auf eure Fragen. Ja, es kam auch auf YouTube schon eine Frage. Wie viel Prozent der Landoberfläche denn wilde Natur sein sollten oder müssten? Zum Beispiel hat Deutschland ja 0,6% wilde Natur und auf wie viel das aufgestockt werden müsste. Ja, da gibt es unterschiedliche Forderungen. Also es gibt die Forderung von einer Gruppe um Edward O. Wilson. Das ist als Half Earth, halbe Erde, plakativ beschrieben, dass die halbe Erde, die halbe Landfläche und die halbe Ozeanfläche müssten Naturvorrangflächen werden. Es gibt andere Forderungen, die sagen, 30% wäre ein guter Wert. Die Minimalforderung ist eigentlich 15%. Das waren die Aichi-Forderungen, die wir in der letzten Dekade
nicht erfüllt haben. Wichtiger ist ein bisschen mir noch die Frage, wie diese Flächen verteilt sind, weil wir brauchen für bestimmte Arten und für bestimmte Zwecke brauchen wir wirklich absoluten Naturvorrang. Das sind so die klassischen Naturschutzgebiete, in denen wirklich nichts anderes läuft oder fast nichts anderes läuft, als natürliche Ökosysteme sich natürlich entwickeln zu lassen. Aber wir können sehr, sehr viel unsere Bewahrung unseres Lebensraums, der Bewahrung der Geschöpfe, mit denen wir umgeben sind, für unsere Kinder und unsere Enkel. Wir können sehr viel erreichen, indem wir mit ihnen zusammenleben. Unsere Welt hier in Deutschland, in der wir leben, ist überwiegend Kulturlandschaft. Das ist keine Naturlandschaft. Naturlandschaft wäre zum Teil über gigantische Flächen ein relativ öder Buchenwald. Die Tatsache, dass wir diese abwechslungsreiche und für sehr viele Arten Lebensraum bietende Landschaft haben, ist ein Werk des Menschen. Also menschliche Einflüsse sind nicht per se schädlich, aber wir müssen dafür sorgen, dass wir in unserer Landwirtschaft, in unseren Wohnsiedlungen einen Lebensraum schaffen, der vielen Arten das Überleben ermöglicht und der diese Ansprüche der Arten, die wir häufig eben nicht respektieren, dass wir unsere Kulturnutzung der Landschaft so anpassen, dass das mit dem Naturerhalt zusammenpasst. Dafür gibt es im Prinzip ungeheuer viel Wissen, aber all dieses Wissen wird eingesetzt von kleinen Naturschutzgruppen, die mit viel Aufwand dann an einem Einzelgebäude dafür sorgen, dass dort dieses Wissen dann umgesetzt wird. Dieses Wissen muss einfach in die Bauvorschriften rein. Dieses Wissen muss in die Landwirtschaftsvorschriften rein. Dieses Wissen muss in die Förderung der Landwirtschaft rein, dass eben ganz klar ist, dass Landwirte nicht einfach pauschal für die Fläche entlohnt werden und subventioniert werden, egal was natur- und klimaschädliches sie mit dieser Fläche machen, sondern dass die engagierten Landwirtinnen, die tatsächlich sich überlegen, wie sie auf ihrer Fläche einen landwirtschaftlichen Ertrag im Einklang mit der Natur erwirtschaften können, dass die belohnt werden für diese gesellschaftliche Tätigkeit des Naturerhalts. Das ist die große Diskussion, die während der derzeitigen Phase der Common Agricultural Policy, der gemeinsamen Agrarpolitik, GAP, in der EU verhandelt wurde und wo die EU eben keineswegs einen Durchbruch erzielt hat, sondern nur minimale Verbesserungen. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie das Miteinander stärken mit der Natur. Genau. Und zwar nicht nur, also durchaus auch auf einer spirituellen Ebene, durchaus auch auf einer Achtsamkeits- und Wahrnehmungsebene, aber tatsächlich auch auf einer naturwissenschaftlich fundierten Ebene, dass wir sehen, was brauchen diese Organismen wirklich. Es gibt da durchaus kontraproduktive Beispiele oder kontraintuitive Beispiele. Also bestimmte Krötenpopulationen, denen tut es gut, wenn der Steinbruch bewirtschaftet wird, und denen schadet es keineswegs, wenn der Tümpel, in dem sie im letzten Jahr waren, im nächsten Jahr zugeschüttet wird, weil der Steinbruchbetreiber jetzt dort halt weiterarbeiten muss, solange sie einen anderen Tümpel haben und es wieder den anderen Tümpel gibt. Diese Arten sind angepasst an solche Lebensräume. Das gibt unser Naturschutzgesetz momentan nicht her. Im Moment ist es so, wenn diese Kröten entdeckt werden, dann ist der Steinbruch für den Steinbruchbetreiber gestorben. Und dann kann man sich denken, was die Steinbruchbetreiber machen, um zu vertuschen, dass die Kröte überhaupt dort vorkommt. Aber eigentlich wäre ein gegenseitiges Auskommen gut möglich, wenn wir unsere Regeln so anpassen würden, wie es naturwissenschaftlich vernünftig wäre. Okay, dann war noch die Frage nach der Zahl der Arten, die aussterben. Es gibt die Angabe, dass jeden Tag so 130 oder 150 Arten aussterben. Mhm. Genau, wie hoch ist diese Zahl? Habe ich jetzt nicht im Kopf, was das pro Tag ist. Ist auch ein bisschen kritisch, weil man muss dazu wissen, dass wir vielleicht nur ungefähr ein Drittel der Arten auf diesem Planeten bisher beschrieben haben. Und viele dieser beschriebenen Arten haben wir nicht besonders gut beschrieben. Also man kann das immer nur als Hochrechnung machen. Und welche Grundlage der Hochrechnung man da nimmt, beeinflusst diese Zahl der täglich aussterbenden Arten natürlich extrem.
Also so im Durchschnitt rechnen wir mit insgesamt 8 Millionen höherer Arten. Aber wenn wir tatsächlich die Mikroorganismen einbeziehen, also die Bakterien und Viren, dann kommen wir auch locker auf 1 Trillion Arten, die auf diesem Planeten leben. Und dann ist das, dann sind wir wahrscheinlich bei vielen 100.000 Arten, die täglich aussterben. Also diese Zahlen sind etwas schwer zu beurteilen. Aber ich habe jetzt keine gute Alternativzahl im Kopf. Ich gehe davon aus, für eine bestimmte Bezugsgröße wird die Zahl stimmen, die der oder die Kommentarin dort gerade genannt hat. Okay, krass. Das ist auf jeden Fall viel, wenn man die Insekten und so weiter noch mit einbezieht. Wie sicher ist die wissenschaftliche Aussagekraft einer 1000-fach erhöhten Aussterberate angesichts einer sehr hohen Ungenauigkeit der Vollständigkeit des fossilen, des Fossil Records über die großen geologischen Zeiträume hinweg? Da kann man drüber reden. Und es ist auch tatsächlich so, dass es dass in den Publikationen zwischen einer 100-fachen und 1000-fachen erhöhten Aussterberate es eine Debatte gibt. Also da gibt es diese Unsicherheit, das ist völlig richtig. Und wo diese genau liegt, schwankt natürlich auch im Laufe der Erdgeschichte. Von daher kann man hier nur Schätzungen machen. Man kann auch nur Schätzungen machen, was die aktuelle Aussterberate ist, hatte ich ja auch gerade gesagt, weil die sich in verschiedenen Artengruppen unterschiedlich manifestiert und je nachdem, was ich untersuche, kann ich zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Was ziemlich klar ist, ist, dass diese Aussterberate sich drastisch erhöht hat. Und ich hatte ja eben, das ist vielleicht nochmal interessant, ich hatte ja eben gezeigt, in den letzten 500 Jahren, also in den letzten 500 Jahren sind natürlich auch noch neue Wirbeltiere entdeckt worden, aber wir haben tatsächlich für die letzten 500 Jahre ausreichend viele Sammlungen und Berichte, sodass wir im Wesentlichen halbwegs gut mit Fehlern natürlich wissen, was hat in den letzten 500 Jahren ungefähr an Wirbeltieren gelebt. Okay, dann war hier noch eine Frage, wieso genau die Biodiversitätskrise die größere Krise ist. Also was sie so ungleich krasser und gefährlicher macht als die Klimakrise. Also für Klima und Biodiversität gilt, wenn das Klima nicht stimmt, wenn die Biodiversität nicht stimmt, auf einem Planeten, dessen Lebenserhaltungssystem für Menschen kaputt ist, sollte man nicht weiter hoffen, Raumschiff durch das Weltall zu fahren. Ne? Also wenn wir unser Lebenserhaltungssystem zerstören, dann ist Essig. Wir haben eine gewisse Hybris in unserer doch sehr abgeschotteten, sehr technisierten, sehr abgesicherten Welt. Wir haben wahrscheinlich alle Menschen, die hier zuhören, ich weiß nicht, ob ich da jemandem Unrecht tue, aber ich vermute, dass niemand von denen, die jetzt zuhören, tatsächlich Hungersnot erlebt hat. Eine Nahrungsmittelkrise. Das ist ja eigentlich etwas völlig Normales auf unserem Planeten, aber in unserer Welt taucht das sozusagen gar nicht mehr auf. Wir haben uns so davon abgeschottet. Und wir glauben, dass wir alles mit entsprechenden technischen Mitteln lösen können, sehen dann aber immer wieder mit größtem Erstaunen, ob das jetzt Covid-19 ist oder ob das irgendwelche harmlosen, einwandernden Arten, die aus anderen Ländern zu uns kommen und wo man sagt, ja, nun mach das Zeug doch mal tot, das stört. Und das geht dann einfach nicht. Ja? Also unsere Abhängigkeit, unsere Ernährung, unsere Abhängigkeit von unseren Ökosystemen wird von den meisten Menschen unterschätzt. Und dazu kommt aber vor allen Dingen aus meiner Sicht noch, und das macht aus meiner Sicht die Biodiversitätskrise noch sehr viel größer, nehmen wir mal an, mit der Klimakrise, wir kriegen bestimmte Sachen erst etwas verspätet in den Griff. Und wie gesagt, es ist durchaus möglich, dass das grönländische Eisschild einen Kipppunkt überschritten hat. Und das bedeutet halt 7 Meter Meeresspiegelanstieg über die nächsten paar hundert Jahre. Da ist es durchaus denkbar, dass wir es schaffen, damit umzugehen und eventuell sogar diese entsprechenden Ereignisse zurückzudrehen, indem wir ausreichend stark den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre wieder zurückfahren.
Bei der Biodiversitätskrise ist diese Rückholbarkeit halt nicht in der Größenordnung von 1000 Jahren, sondern in der Größenordnung von ungefähr 2 bis 5 Millionen Jahren. Also macht euch nicht Sorgen um den Planeten. Der Planet, der zuckt mit den Schultern. Ach ja, gut, 80% des Artenreichtums verloren, so what? Ich brauche jetzt 2 bis 5 Millionen Jahre, dann habe ich wieder neuen geschaffen. Aber 2 bis 5 Millionen Jahre, das ist halt so ungefähr das 20-fache der Zeit, in der es überhaupt die Art Homo sapiens auf dieser Erde gibt. Und das heißt, was diese Biodiversitätskrise mit uns als Menschen macht, nicht mit dem Planeten, der Planet heilt sich, aber was das mit uns als Menschen macht, als Menschen, die Kinder, die Enkel, die Urenkel haben, die eine Aussicht haben, ich glaube, dass der Effekt noch größer sein kann als die Klimakrise. Ich glaube, dass unsere Enkel, wenn wir ihnen einen Großteil des Biodiversitätserbes geraubt haben, dass sie mit uns noch kritischer ins Gericht gehen werden, weil es all diese Tiere nicht mehr gibt, als über die Tatsache, dass sie die Deiche 7 Meter höher bauen mussten und einige Gebiete aufgeben mussten. Aber da steckt eine gewisse Menge Subjektivität drin, aber das ist eine sehr gute Frage. Deshalb danke, dass ich die noch beantworten konnte. Dazu vielleicht auch, es gibt so einen schönen Satz von Dirk Steffens, dem ZDF-Moderator: Die Klimakrise bedroht die Art, wie wir leben, das Artensterben die Frage, ob wir leben. Und das fasst ja eigentlich das ganz gut zusammen. Nico, ich finde auch, wir sollten mal aufhören, von Umweltschutz zu reden. Es geht ja gar nicht um die Umwelt als getrenntes Ding vom Menschen, sondern es geht um ein großes Ganzes, das extrem in Gefahr ist. Und da ist der Mensch wahrscheinlich eines der gefährdetsten Elemente. Ja, dem würde ich sogar widersprechen. Also jetzt mit meiner Biologenbrille auf, ist der Mensch eine sehr anpassungsfähige Art. Also ich nehme jetzt mal den Menschen wirklich als Tier ohne Seele und ist eine sehr anpassungsfähige Art. Er hat einen evolutionären großen Vorteil, dass er quasi eine Art Hyperspreading von erworbenen Eigenschaften machen kann. Also wir können Gelerntes in einer für alle Tiere, anderen Tiere nicht vorhandenen Geschwindigkeit mit genetisch nicht verwandten Artgenossen oder mit vielleicht genetisch verwandten, aber nicht mit den Offspring teilen. Der Mensch ist über den gesamten Globus verteilt. Ich halte die Aussagen, dass der Mensch aussterben könnte, für falsch. Also, aber das heißt nicht, dass, für mich ist das keine Entwarnung. Also ich kann mir wirklich vorstellen, das sage ich in anderen, führe ich in anderen Vorträgen auch aus, dass so wie wir momentan vorgehen und all die Lasten, die wir auf die künftige Generation verschieben, all die Arbeit, all die Lösungen, die wir im Prinzip schon kennen, aber nicht einrichten, all das, was wir verschieben, das kann eine Zivilisation überwältigen. Und das bedeutet nicht, dass die Menschheit ausstirbt. Ja, das bedeutet dass unsere Gesellschaftsformen, die wir gerne unseren Kindern weitergeben wollen, unsere Gesellschaftsformen sind nicht perfekt, aber wir haben auch sehr viel erreicht, dass die tatsächlich in Gefahr sind. Wir können durchaus, das ist denkbar, in anarchische und gewaltbehaftete Zustände zurückfallen als menschliche Art, die dann immer noch überlebt. In sehr viel geringerer Zahl auf diesem Globus. Ja, stimmt, das habe ich falsch gesagt. Also gefährdet ist nicht die Menschheit als Art, sondern die menschliche Zivilisation und Kultur. Genau, das bin ich völlig einverstanden. Ja, und dann noch eine Frage, dass man oft lesen kann, dass ausgestorben oder als ausgestorben geltende Tierarten oder Pflanzenarten wieder auftauchen. Gibt es sowas wie Selbstheilungskräfte der Natur und wie wirken die sich auf das Treppenmodell, was beschrieben wurde, aus?
Nee, das ist eigentlich nur, was da passiert ist, dass wir überschätzen, wie gut wir Menschen unseren Planeten kennen. Ne? Also wir schätzen unser Verhältnis zur Natur einfach immer wieder falsch ein. Und das bezieht sich halt auch auf die Tatsache, dass wir sagen, wenn eine Art ausgestorben ist, dass sie dann wirklich weg sein muss. Ja, die ausgestorbenen Arten, die zum Glück dann wieder auftauchen, die waren nie weg, die haben bloß Menschen nicht gefunden. Weil es ist ganz schön schwer, so riesige Flächen dieses Planeten so gut zu kennen. Ich fand das super interessant, als dieses Flugzeug von Malaysia abgestürzt ist und irgendwie ein Jahr lang im südlichen Pazifik dort Suchtrupps unterwegs waren und das Ding halt nie gefunden haben und dabei ganz nebenbei festgestellt haben, dass es noch nicht mal Karten vom Meeresgrund gibt, dass sie gar nicht wussten, wie hoch sie ihre Sonden denn ziehen sollten, weil irgendwie halt da plötzlich Berge auftauchen, die ein paar tausend Meter hoch kommen und so. Also wir sollten unsere Macht, unsere Wissensmacht über diesen Planeten nicht überschätzen. Wie viel Zeit habe ich noch? Sonst mache ich mit euch dazu noch ein Spiel. Haben wir noch 5 Minuten extra? Ja, ich denke mal, die haben wir. Dann können wir mal gerade überlegen, wie gut wir unseren Planeten kennen, gerade im Hinblick auf Biodiversität. Und das machen wir gemeinsam. Und zwar, wir stellen uns jetzt vor, dass es geht darum, wie viel Biomasse alle Säugetiere, alle Landsäugetiere dieses Planeten haben. Ja? Also Biomasse heißt, ich stelle alle Elefanten und Zwergfledermäuse und die Menschen und die Hühner und die Katzen und die Kühe alle zusammen auf eine Waage. Und dann weiß ich die Gesamtbiomasse all dieser Landsäugetiere. Landsäugetiere heißt Delfine und Wale, lasse ich jetzt außen vor. Aber Landsäugetiere sind relevant, weil das sind so die Tiere, mit denen wir den Lebensraum teilen, mit denen wir auch häufig sehr ähnliche Ansprüche haben. Auch nicht dazu zählen Insekten und andere Arthropoden im Boden und es zählen nicht die Bakterien und nicht die Pflanzen dazu. Also jetzt nur das, was uns so relativ nah verwandt ist, halt wirklich Fledermäuse und Kühe, Katzen, Wildtiere, wilde Mäuse, Elefanten, Dromedare, was immer. Okay? So, und jetzt ist die Frage von dieser Biomasse, also nicht von den Zahlen, sondern von der Biomasse, wie viel Prozent davon sind wir Menschen? Schreibt das mal in den Chat. Schätzt mal so, also 5% genau, ja, nicht jetzt hier irgendwie, ihr könnt natürlich googeln, aber das bringt es doch nicht. Ich meine, wir kennen doch diesen Planeten, oder? Sind wir nicht richtig kluge Menschen, die diesen Planeten erkennen? Ich sage jetzt mal gleich dazu, ich habe mich ganz schön verhauen, als ich das zum ersten Mal selber beantworten sollte. Deshalb braucht niemand sich zu schämen, eine falsche Zahl jetzt hier zu sagen. Wobei, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, aber jedenfalls, ich müsste mich dann auch schämen und ich schäme mich nicht. Haben wir ein paar Zahlen? Lies mal vor, Simon. Wow, zwischen 5% und 70%, zwischen 0,3 und 70% der Biomasse dieses Planeten, zwischen 0,0001 sind Menschen, bis zu 70% sind Menschen. Wart ihr alle nicht in der Schule? Wieso wisst ihr das nicht? Wir waren gerade darüber erstaunt, dass es Biologen gibt, die sagen, die durch intensive Arbeit, ich will nicht die Arbeit dieser Biologen irgendwo bekritteln, sondern diese Biologen haben sehr viel Mühe darauf verwandt, festzustellen, dass eine bestimmte Art höchstwahrscheinlich ausgestorben ist. Und dann finden sie diese Art, so eine Spinnenart in England gab es gerade, die auf einem Militärstützpunkt dann doch nochmal wieder entdeckt wurde. Dann findet man diese Art nochmal. Und dann wundert man sich, wie können diese Biologen so dumm sein? Ne?
Aber ich glaube, wir sehen momentan an den Antworten von anderen, vielleicht auch an unserer eigenen Unsicherheit, warum fällt uns das so schwer zu sagen, wie viel sind wir Menschen selber? Die Antwort ist tatsächlich 36%. Ja, 36%. Ein gutes Drittel von allen Säugetieren auf diesem Planeten sind wir selber. Ich habe 15%, 10 oder 15%, weiß ich nicht mehr geschätzt, aber also krass daneben, ne? Als ich das erste Mal gehört hatte. Ich dachte, ja, klar, irgendwie gibt es schon viele Menschen, 7,8 Milliarden, das ist ja nichts, nicht nichts. Jetzt geht es weiter. Wir haben jetzt also noch 64 Prozentpunkte und diese 64 Prozentpunkte müssen wir jetzt aufteilen in die Tiere, die wir züchten. Das sind die Haus- und Nutztiere, also Kühe, Schweine, Ziegen, Hunde, Katzen und so weiter. Ja, das sind die Haus- und Nutztiere und die Wildtiere. Was schätzt ihr, wie viel von den gesamten 100, die Zahl darf jetzt 64 nicht überschreiten, weil 36 sind von den 100 schon weg, ja? Also wie viel von den gesamten 100 sind Haus- und Nutztiere? Schreibt mal in den Chat. Vielleicht schreibt jemand, ja, 20. Also irgendeine Zahl zwischen 5 und 64 könnt ihr jetzt reinschreiben. Es ist wieder bemerkenswert. Ich finde es super, dass ihr ganz mutig hier reinschreibt, euch nicht scheut, auch wenn die Gefahr besteht, dass es falsch sein könnte. Ja. Also man könnte jetzt vielleicht annehmen, halbe halbe. Die Hälfte ist Nutztiere, Haus- und Nutztiere, wie gesagt, und die andere Hälfte ist Wildtiere. Es ist aber tatsächlich so, dass 60%, also 60 von 100%, sind Haus- und Nutztiere. Und 4% sind Wildtiere. Das heißt, die Biomasse der Landsäugetiere teilt sich auf in 36% Mensch, 60% Haus- und Nutztiere, also die Tiere, die wir zu unserer Ernährung oder Freude oder Erquickung benutzen, und 4% Wildtiere. Bei den 4% Wildtieren ist wirklich alles dabei. Da sind die Löwen, die Elefanten, die Giraffen, da sind Wildpferde dabei, da sind die vielen, vielen Nager und Biber und Fledermäuse, alles mit drin. 4%. Wir haben 4% dieses Planeten, was die Säugetierpopulation angeht, noch der Wildnis überlassen und uns 96% der Biomasse selbst angeeignet. Aber das ist erschreckend vielleicht. Aber vielleicht noch erschreckender, und deshalb mache ich das mit euch, ist die Tatsache, dass wir es nicht wissen. Dass wir der Ansicht sind, wir kennen diesen Planeten. Und ich denke, viele von euch werden Natur lieben, ich auch, aber wir gucken zu viele Naturfilme. Wir gucken zu viel David Attenborough und glauben, das sei dieser Planet. Vielleicht gucken wir zu viel Dirk Steffens, der auch wunderbare Bilder dieses Planeten zeigt. Und wir glauben, das sei repräsentativ. Also in gewisser Weise ein guter Naturfilm ist ein Film über einen überbevölkerten indischen Slum. Das ist die Natur dieses Planeten. Nico. Ja, aber wenn wir jetzt die nichtmenschlichen Tiere in so eine kleine Ecke zurückgedrängt haben, und das ist ja nicht gut, was ist dann, und die Haustiere haben viel zu viel Platz eingenommen, was ist dann die Anforderung an uns? Eine gesunde Welt zu schaffen, in der unsere Kinder und wir gut als Menschen leben können, aber in der wir genügend rational
gut begründeten Raum lassen, anderen Tieren noch das Leben zu ermöglichen. Die Konsequenz für uns erstmal ist, wir wissen alle, wir sind bei 7,8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. In ungefähr 30 Jahren werden wir irgendwo in der Größenordnung von 10 Milliarden gelandet sein, wenn nicht ein bisschen höher. Diese Menschen wollen Nahrung haben. Die werden also zusätzlich noch weitere Naturflächen beanspruchen. Oder wir arbeiten mal an den 60% Biomasse der Haus- und Nutztiere, die zu riesigen Teilen tatsächlich Kühe und Rinder sind, und gehen davon runter. Das heißt, für mich ist Klima- und Biodiversitätsschutz eine wunderbare Win-Win-Situation, wenn wir sagen, wir müssen nicht alle Veganer oder Vegetarier werden. 95% weniger Fleisch tut es auch. Aber 5% weniger Fleisch oder auch nur 50% weniger Fleisch tut es nicht. Ich sehe gerade im Chat, Alex Neumann meint, es wäre ein guter Zeitpunkt, die Zukunftsbilder ins Spiel zu bringen. Ja, mit Alex arbeiten wir zusammen und ihr könnt euch melden, wenn ihr Lust habt, mitzumachen. Wir arbeiten an einem Projekt, das heißt Zukunftsbilder. Da gehen wir als Wissenschaftler quasi die Gefahr ein, unser Unwissen auch noch zu dokumentieren, weil wir über Dinge reden, die wir nicht wissen können, die wir nicht wissenschaftlich sauber beweisen können. Wir fragen uns, wie wird die Zukunft in 20 Jahren aussehen? Was würden Menschen uns schreiben, wenn sie aus dem Jahr 2040 eine gute Zukunft beschreiben würden? Wie würden sie davon berichten? Und was würden sie berichten, was in den ersten 3 bis 5 Jahren die wichtigsten Schritte waren? Was würden sie da sagen? Das mal aufzuschreiben, das ist nicht wissenschaftlich beweisbar. Aber es ist ähnlich wie bei dem World Economic Forum Risikoanalysebericht. Ich freue mich, wenn sehr viele Menschen, die sehr viele Dinge lesen, die sich über sehr vieles nachdenken, die sehr viele Daten auch sich anschauen, wenn solche Menschen sagen, woran glauben Sie? Wie kriegen wir die Kurve? Was machen wir, damit wir ein gutes Leben im Einklang mit einem gut erhaltenen natürlichen Lebenserhaltungssystem und im Einklang mit der Natur- und Kulturerhaltung für unsere Nachkommen schaffen können. Ich sehe da viele Möglichkeiten, aber ich sehe auch, dass eben es sehr schwer fällt, dafür Mehrheiten zu gewinnen. Und ich denke mit Alex zusammen, dass wenn wir diese Sache gut schaffen aufzuschreiben, dass wir, ja, das Ministry of the Future von Stanley Robinson kenne ich auch, ja. Wir wollen das für Deutschland schreiben, ne? Also wir wollen nicht, wir wollen natürlich eine globale Perspektive einnehmen, aber wir beschreiben das Leben in Deutschland, was unter was Klimagerechtigkeit und Biodiversitätsgerechtigkeit weltweit ermöglicht. Falls ihr Lust habt, da mitzumachen, meldet euch gerne bei mir, schreibt uns an. Ja, danke. Jetzt noch eins. Du hast diese Exxon-Grafik gezeigt. Und ja, ich meine, dass Exxon das versteckt hat, das kann man denen ja nicht mal wirklich vorwerfen. Die leben ja vom Erdöl und die sind auf Gewinnmaximierung ausgerichtet. Aber ich finde, wer unglaublich versagt hat, das sind die Universitäten, die Wissenschaft. Die haben ja, das wäre doch eigentlich die Aufgabe, es wäre die Aufgabe der Universitäten gewesen, die Leute, die ihre Studierenden darüber zu informieren, was passiert. Und spätestens jetzt sollten die Universitäten aus dem Quark kommen, finde ich, und ganz aktiv sich in die Klima- und Biodiversitätskrise einklinken. Findest du nicht? Es ist durchaus schwierig. Ich kann die Kollegen verstehen, die sagen, wir müssen darauf achten, dass wir nicht als Ideologen wahrgenommen werden. Und das ist etwas, was wir auch als Scientists for Future immer wieder damit kämpfen und viel Energie darauf verwenden, zu sagen, so ist es auch nicht. Ja, wir müssen auch
den Erzählungen bei Extinction Rebellion, dass ein Klimakipppunkt unweigerlich den nächsten auslöst und dass das zu einem explosionsartigen Verhalten führt, widersprechen. Dem ist nicht so. Das sind Dinge, die durchaus, es ist möglich, dass ein Kipppunkt einen anderen Kipppunkt auslöst, aber es ist keine zwangsläufige Kaskade und vor allen Dingen ist es kein exponentielles Wachstum wie bei Covid, sondern es ist immer eine logistische Kurve. Jeder Kipppunkt führt wieder zu einem Stabilitätspunkt. Nur der Stabilitätspunkt liegt dann woanders. Die Wissenschaft hat ja sehr viel geleistet und sie hat kommuniziert, aber sie hat offensichtlich nicht ausreichend klar kommuniziert. Ich weiß nicht, ob Wissenschaft der Vorwurf zu machen ist. Ist den Universitäten der Vorwurf zu machen? Ist es nicht eine Frage der individuellen Personen als WissenschaftlerInnen, dass sie sagen, wir müssen eine klarere Sprache sprechen. Unsere Sprache ist nicht ausreichend verstanden worden. Und zu sagen, und das glaube ich, haben auch viele wissenschaftliche KollegInnen noch nicht wirklich verinnerlicht oder stimmen dem nicht zu, das, was ich sage, ob wir schweigen oder reden, beides ist politisch. Das gilt ja nicht für alle wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ob man über die neu entdeckten Aberrationen bei Myonen im Bereich der Teilchenphysik laut und deutlich redet oder ob man sagt, ist eine spannende Sache, wenn es euch interessiert, hört zu, ansonsten arbeiten wir weiter dran. Ja, das ist nicht das Gleiche. Da habe ich keinen gesellschaftlichen Zwang, das in die Köpfe möglichst vieler WählerInnen zu bringen. Aber bei Fragen der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen haben wir diese Verantwortung und viele WissenschaftlerInnen nehmen die ja auch wahr. Und Nico, wir wünschen uns beide, dass das noch mehr werden. Ja, also ich möchte mich auch selber nicht davon ausnehmen. Also ich bin ja erst seit 3 Jahren aktiv und ich habe das vorher alles schön verdrängt und mich mit meiner hochinteressanten Tektonik der Kontinentalränder beschäftigt, wie so ein bisschen Elfenbeinturm oder Orchideenforschung. Also ich will mich überhaupt nicht davon ausnehmen. Ja, also Nils aus Bonn schreibt ja noch, dass die Schulen und das staatliche Bildungssystem versagt haben. Das stimmt schon. Ich finde, also insofern, ob die Universitäten in ihrer Funktion als Stimme der Öffentlichkeit versagt haben, bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Auch das ist möglich. Aber dass sie tatsächlich ihre Curricula, genau wie die Schulen, nicht ausreichend auf diese Frage der Zukunftssicherung ausrichten, das finde ich auch. Also für mich ist ein wesentlicher Punkt dessen, was wir anders machen wollen, ich nenne das immer das Projekt 20. Ne? Das Projekt 20 ist, dass 20% der Zeit im Schulunterricht, und zwar quer durch alle Fächer, sich ausschließlich mit Zukunfts- und Nachhaltigkeitsfragen beschäftigen. Ja, also keine 1% Änderung des Curriculums. 20% dreht sich nur noch darum. Viel davon als fächerübergreifender Unterricht. Es gibt so fantastische Möglichkeiten, die Frage der Nachhaltigkeitsziele, der Zukunftssicherung fächerübergreifend zu bearbeiten. 20%. Ich würde sagen, in jedem Fach an der Universität sollten 20% des Unterrichts darum gehen, wie kann dieses Fach dazu beitragen, die gefährdete Zukunft zu sichern. Ich denke, 20% des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, und zwar in allen Sendezeitblöcken, nicht nachts um 11, sollten sich um diese Frage kümmern. Ja? Die Ministerien und öffentlichen Einrichtungen mit ihren Budgets, 20% des Öffentlichkeitsbudgets, gehen in eine Kampagne, die 20-mal so groß ist wie die HIV-Aufklärungskampagne über AIDS. Diese Kampagne hatte einen Effekt, diese Kampagne hat gewirkt, sie wird bis heute fortgesetzt und sie hat sehr viel bewirkt. Die Unsicherheit vieler BürgerInnen dieses Landes ist es doch, weil sie aus so verschiedenen, ihnen unterschiedlich vertrauenswürdigen Kanälen Widersprüchliches hören. Wir brauchen eine Bildungs- und Aufklärungskampagne dazu. Und warum sollten nicht 20% aller Werbeflächen im öffentlichen Raum dieser Aufgabe gewidmet werden? Das ist Projekt 20, als eines von mehreren Projekten, die wir mal jetzt schleunigst vorm Frühstück unterschreiben sollten, damit wir den Rest des Tages mit den wichtigen Dingen und schwierigen Dingen verbringen. Also
Ich möchte dir auch noch ganz ausdrücklich danken für dein Engagement für Scientists for Future und bei Scientists for Future. Du hast da wirklich unglaublich viel in Bewegung gesetzt mit den anderen zusammen. Mit vielen anderen zusammen, ja. Aber so viele waren es am Anfang gar nicht, glaube ich. Nee, das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und natürlich weiterhin viel Erfolg. Und jetzt überlasse ich das Schlusswort dann noch Simon. Also, genau, ich fand die Vorlage gerade auch richtig gut mit diesen 20% Bildung sollten diesen Themen gewidmet werden. Einen kleinen Einblick, wie das aussehen könnte, können Sie alle vom 17. bis 21. Mai erfahren, nämlich bei der Public Climate School der Students for Future, so als kleine Werbung von der Bundesebene gesteuert über YouTube. Da findet man einfach, wenn man Public Climate School googelt, sehr viel Informationen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Gregor Hagedorn für diesen wirklich spannenden Vortrag und auch an allen, die Fragen gestellt haben, die zu dieser klasse Diskussion am Ende geführt haben. Vielen Dank.